Loris, gestern in Russland gelandet. Was hast du bis jetzt für einen Eindruck gefunden von diesem Land, von dieser Stadt Moskau? Ja, sehr speziell. Doch vorwiegend schöne Eindrücke. Klar, der Verkehr überwiegt, man ein bisschen, wenn man am Anfang ein bisschen rausschaut. Aber doch, die Stadt hat sehr, sehr schöne Sehenswürdigkeiten. Und ja, gefällt mir bis jetzt da. Und heute Nachmittag hat jetzt Abschlusstraining gehabt, respektive am Abend, in diesem Stadion, das noch relativ neu ist. Und vor allem mit diesem Hybridrasen. Was kannst du uns über den Rasen erzählen? Ja, es sind schon ein bisschen die Geschichten umgegeistert bei unserer Mannschaft mit dem Rasen vorgängig. Ich muss zwar sagen, dass jetzt, wo ich den Platz gesehen habe, von dem Hybrid nicht viel zu sehen ist. Also es fühlt sich eigentlich an wie ein normaler Rasen, der 100% Naturrasen ist. Was vielleicht ein bisschen, ein bisschen härter ist. Aber ansonsten ist das eigentlich ganz normaler Rasen. Heute das Abschlusstraining aber für so einen wichtigen Match. Was waren so die Schwerpunkte, die das Trainerteam gesetzt hat in dieser kurzen Einheit? Ja, ist klar, dass wir in so einem Training kurz vor dem Match nicht gross nochmal an der Taktik spielen, weil doch auch einige Leute zuschauen. Man schaut ein bisschen, dass man in Bewegung bleibt, man schaut, dass man mit dem Ball arbeitet. Man schaut, dass die Spieler können kleine Matchchen machen können, um Selbstvertrauen zu gewinnen. Ballsicherheit. Und dann geht es einfach auch darum, zu spielen. Ich habe letzte Woche sehr unglücklich verloren und hat jetzt eine kleine Hypothek für das Rückspiel. Wie erwartest du die ZSK im Heimspiel von Ihnen? Weil letzte Woche ist mir eigentlich über weite Strecke die stärkere Mannschaft gewesen. Ja, ich bin gespannt, wie sie morgen auftreten. Ich gehe eher davon aus, dass sie vielleicht ein bisschen abwarten und vielleicht einen oder anderen Konter werden wollen setzen. Sie wissen, dass wir müssen, sie müssen nicht. Und das ist auch uns klar, dass wir zum Weiterkommen zwei Gold machen. Und von dem her wissen wir, was auf uns zukommt. Ja, du selber hast schon mal Champions League Erfahrung gesammelt, schon mal die Hymne gehört. Wie ist es bei dir mit der Nervosität vor so einem Spiel? Ja, so eine kleine Nervosität ist immer da, ob es Super League ist oder Champions League ist mehr oder weniger das Gleiche. Klar ist es noch ein bisschen spezieller. Trotz allem, so eine kleine Nervosität braucht es ein bisschen, dann weiss man, dass man da ist mit den Gedanken. Aber sonst fühle ich jetzt nicht irgendwie einen Druck oder so, sondern freue mich auf das Spiel. Aber irgendein Marotte oder so, ein Tick hast du nicht, irgendwie für mit der Nervosität umzugehen, etwas, was du immer gleich machst vor einem Match? Ich bin nicht ein abergläubischer Spieler. Ich habe nicht etwas, was ich nicht immer gleich muss machen muss. Aber ich habe schon ein, zwei Sachen, die ich für mich gerne wiederhole, wo mir Ruhe geben und wo mich sicherstellen fürs Spiel. Okay, Loris Benito, guten Match morgen, viel Erfolg und viel Glück. Merci vielmals.